WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. In Schulnoten ausgedrückt hätte der Deutsche Gewerkschaftsbund der grün-schwarzen Landesregierung im Zwischenzeugnis nach einem Jahr wohl eine 3 bis 4 gegeben. Will heißen, ausreichend bis befriedigend, mit viel Luft nach oben. Und kein guter Lehrmeister in Form des DGB, wenn er nicht darum bemüht wäre, dieses ungenutzte Potenzial des Schülers, also der Regierung, auszuschöpfen, um beim Schulvergleich zu bleiben. Schulen und Universitäten, oder genauer gesagt, die Bildungspolitik ist das Feld, auf dem die Landesregierung unabhängig vom Bund den meisten Gestaltungsspielraum besitzt. Und just auf diesem Feld habe sie im letzten Jahr mehr enttäuscht als positiv von sich reden gemacht. Für das drängendste Thema an den Schulen, die unzureichende Unterrichtsversorgung, gibt es keine Lösungsansätze. Vor allem an den Grundschulen, den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und den beruflichen Schulen werde der Lehrermangel immer gravierender und sei in letzterem Falle auch mit Seiteneinsteigern aus der Wirtschaft nicht zu lösen. Und trotzdem streicht die Landesregierung unverändert Stellen. Es sind in diesem Jahr 1.074. Für Flüchtlinge wurden 600 Lehrerstellen geschaffen, davon werden auch 200 schon wieder gestrichen. Das Thema Integration ist längst nicht erledigt. Und die Konsequenz ist aufgrund dieser Streichung, dass die Stunden für die Flüchtlingsklassen zum nächsten Schuljahr gekürzt werden. Wir werden im nächsten Schuljahr insgesamt im Land 700 Lehrerstellen weniger haben. Doch es warten noch weitere riesige Herausforderungen, vor allem im Bereich von Wirtschaft und Arbeitswelt. Stichwort Digitalisierung und der zu erwartende Wegfall von Arbeitsplätzen. Und wir können nicht von einer selbstverständlich ausgehen, dass sozusagen dann das klappt, ich sage es einfach mal, dass der Mechaniker von heute der gute Krankenpfleger von morgen ist. Sondern wir brauchen eine ehrliche Analyse, was die Digitalisierung in unseren Branchen auslöst und einen klaren Plan mit allen Akteuren. Mehr an die Menschen denken, nicht nur die Industrie 4.0 im Auge haben. Das wünschen sich die Gewerkschaften von der Politik. Und so ein Satz geht man nicht so leicht über die Lippe, wenn man dann hört, geht es den Unternehmen gut, geht es auch den Beschäftigten gut? Das können wir als Gewerkschaften nicht so unterschreiben. Immerhin wären es 8 Millionen Menschen, die in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeiten würden. Das wiederum führe spätestens bei der Rente wieder zu Problemen. Darum müsse sich auch in Sachen Erbschafts- und Vermögenssteuer etwas tun. Ausdruck war immer, Leistung muss sich lohnen. Und wenn man dann sieht, dass viele eigentlich reich geworden sind durch Erben, dann durch Vererbungen, dann sage ich, ist es nicht mehr wie gerecht, dass auch das Thema Erbschaftssteuer reformiert wird. Breite Schultern müssen für dieses Land mehr tragen, denn es geht ja auch um die Zukunftsinvestitionen. Schlussendlich wünschen sich der DGB und die Gewerkschaften noch mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten. Noch mehr als ihnen die Landesregierung und hier ein klares Lob bereits durch die Mitarbeit in zahlreichen Gremien und Arbeitskreisen einräumt. In Märklingen auf der Schwäbischen Alb im Alb-Donau-Kreis ist jetzt der erste Spatenstich für einen neuen Bahnhof gesetzt worden. Das 43 Millionen Euro teure Projekt soll die Laichinger Alb besser an die Großräume Stuttgart und Ulm anbinden. Die Stadt schätzt, dass rund 60.000 Menschen die neue Verbindung nutzen, darunter Pendler, Reisende und potenziell benötigte Fachkräfte. Die Züge sollen im Stundentakt fahren, der Bahnhof soll bis 2020 stehen. Im Fall der von RTF1 am Montag erstmals öffentlich gemachten Absage der SV-Versicherung, die Regulierung der Schäden durch ausgetretenes Güllesubstrat der Biogasanlage der Firma Biga im Engstinger Gewerbepark Heid zu übernehmen, gibt es jetzt erste Äußerungen von Betroffenen. Dabei waren rund 1,5 Millionen Liter in angrenzende Gebäude und ins Erdreich gelaufen und hatten dort schwere Schäden angerichtet. Ralf Stoll, der in einem von dem Substrat gefluteten Gebäude für seinen Arbeitgeber Lagerräume verwaltet, schätzt seinen Schaden auf rund 25.000 Euro. Besonders ärgert ihn, dass sich die Biga bis zum heutigen Tag nicht mit den Geschädigten in Verbindung gesetzt habe, so Stoll heute Morgen telefonisch auf RTF1 Nachfrage. Er sei von der SV-Versicherung telefonisch darüber informiert worden, dass kein Versicherungsschutz bestehe. Warum das so ist, sei nicht beantwortet worden.
Das Reutlinger Landratsamt hatte am 12. Januar als zuständige Aufsichtsbehörde nach dem Vorfall darauf hingewiesen, dass es aufgrund baulicher Mängel keine gültige Genehmigung zum Betrieb der Anlage gegeben habe. Nach unserer Kenntnis hätte dieser Gärsubstratbehälter nicht betrieben werden dürfen. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen sind indessen noch nicht abgeschlossen. Nach jetzigem Stand der Dinge müssen die Geschädigten ihre Forderung deshalb direkt gegenüber der BIGA geltend machen. Hier stünde dann wohl ein langwieriges Verfahren an. Der Engstinger Bürgermeister Mario Storz, der auch Vorsitzender des Zweckverbands Gewerbepark Heid ist, hat, wie berichtet, in einer E-Mail am Montag an die rund 15 Geschädigten zum gemeinsamen Handeln aufgerufen. Man werde versuchen, auf die Firma BIGA zuzugehen, um Lösungen zu finden. Gleichzeitig müsse man rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Für einige kleine Gewerbetreibende könnte die derzeitige Situation die wirtschaftliche Existenz gefährden. Indessen hat das Landratsamt auf RTF1 Nachfrage bekannt gegeben, dass es vom Kreis keine Überbrückungshilfen geben wird. Soweit die BW1 Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Norden und Osten können sich auf ein wenig Sonne zwischen den Niederschlägen freuen. Der Rest Baden-Württembergs verschwindet unter dichten Regenwolken. Das wirkt sich auch auf die Temperaturen aus, die es nicht einmal mehr an die 20 Grad schaffen. Obwohl die Sonne am Samstag im ganzen Land zurück ist, schafft sie es nicht, die Regenwolken ganz zu vertreiben. Auch am Wochenende ist gebietsweise mit Regen zu rechnen. Dabei wird es mit Werten zwischen 12 und 18 Grad noch ein wenig kälter. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann.